Zu viel Gier führt dazu, dass man vom rechten Weg abkommt. Lass dich nicht von der physischen Welt ablenken. Und wie du sagst, dann glaube ich dir das. So, wie sieht es beim Safe aus? Was brauche ich jetzt eigentlich noch? Ah, eine Schriftrolle war noch übrigens. Wo ist die denn her? Da haben wir drei davon. Ah, manche Perlen brauche ich noch. Kann man auch noch kaufen. Ein Teufelspiel brauche ich auch noch, aber ich muss hier an die alles. Was macht die aber gerade so Puppe eigentlich? Verteidigung erhöht die vorläufig. Ich kann man vielleicht so einen mitnehmen. In ich nehme mal mit. Haben wir jetzt genügend? Kann ich einen mal mitnehmen? Kann ich mal einsetzen im nächsten Schwertkampf? Bei mir müssen wir mal nächstes. Auf dem Festival brauchen wir die vielleicht mal. Ja. Wenn wir mal wieder Geld verdienen und noch was halt nur ausgeben können. Ja. Okay. Oh, Zwillinge. Hast du Sayo gesehen? Sie hat nach dir gesucht. Aha. Dann müssen wir auch nochmal vorbeischauen. Oh, was soll ich nur tun? Oh, gerade rechtzeitig. Die Arbeit, die ich diesmal für sie habe, ist etwa wieder zu beschaffen, dass gestohlen wurde. Bitte helfen Sie uns. Das, was gestohlen wurde, war sehr wertvoll. Ich muss euch erhören. Mhm. Wirklich? Danke. Das, was Sie beschaffen sollen, ist Händler Imawaya Schatz. Der Dieb wurde selbst am Stadtrand gesehen. Bitte bringen Sie zurück, was gestohlen wurde. Der Dieb soll seine Rettungsstrafe bekommen. Wenn Sie das Gestohlen nicht rechtzeitig finden, wird es Amahara verlassen. Mit beiden Sie sich. Na gut. Ah. Ah, ich brauche mal wieder. Ich muss Rettich auch mal wieder aufladen, ne? Hab leider nur noch zwei Rettiche. Das reicht wahrscheinlich gar nicht. Ja, lieber noch ein paar Mal mehr. Hätte ich lieber da eine ganze Puppe kaufen sollen. Aber nun ja, wo muss ich jetzt hin? Ach ja, Stadtrand. Genau. Das wurde gefragt. Zum Stadtrand muss ich jetzt. Na gut, gehen wir da hin. Hallo, direkt hier von der Nase. Kidnapper. Gut, so. Komm mir nicht zu nah. Gib es zurück. Es gehört mir. Ich muss mal ein bisschen mehr in der Mitte, komm her. So. So. Na, Jungs. Ah. Wie mal ein Getzu, kann man hören. So. Okay. Hallo? Hallo? Doch, Dr. Genard. Oh. Das Amahara Festival wird bald anfangen. Ich schätze, du bist zum ersten Mal dabei, oder? Ja. Oi. Sayo freut sich darauf, mit dir zum Festival zu gehen. Du solltest besser kein anderes Mädchen dazu einladen. Okay, ist auch mal eifersüchtig, die kleine Sayo. Na super. Na gut. Da. Na so ist. So, wir haben das Baby zurückgeholt. Hast du Sayo gesehen? Die hat nach dir gesucht. Gut. Ich glaube, dass Sayo nach dir suchte. Vielleicht solltest du in deinem Zimmer auf sie warten. Da muss ich mal vorbeigucken gleich. Samurai. Ah, es ist Imawayas Kind. Vielen herzlichen Dank. Hier ist die Belohnung. 700 Mon, das war ordentliches Geld. Aber manchmal kann ich mal gut gebrauchen. Ja, kann ich mal gut gebrauchen. So. Okay. Ein EP verbraucht, natürlich. Das ist August, ja, am Nachmittag. Dann gehen wir mal nach Otsuka-Show, wenn wir da hin sollen.
Geh zum Festival. Und sie möchten mit uns dahin gehen. Oh, wie nie, wie süß, ne? Okay, lass uns zusammen zu dem Festival gehen. Ein Festival, darauf habe ich keine Lust an. Das sagt ihn natürlich, wird dann wahrscheinlich, glaube ich, Sayos Geschichte beendet. Und man kann dann, glaube ich, nur bei der nächsten Geschichte mitmachen. Das ist, glaube ich, dann für uns, glaube ich, die Magistratengeschichte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so ist, aber ich glaube ich schon. Weiß es nicht. Ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Deswegen sage ich, okay, lass uns zusammen zum Festival gehen. Das führt auf jeden Fall zur gewünschten Lösung, aber ich weiß gar nicht, was bei einer anderen Auswahl passiert. Ja, vielleicht mal Punkteanteil, können wir vielleicht mal so weit spielen, aber... Ich weiß nicht, ob wir mal dann probieren, aber... Ich überlege mir noch genügend Punkteabenteuer wahrscheinlich noch vor uns, wo wir dann mal ausprobieren könnten. Die werden dann scheinbar anders zu treffen. Wenn wir mal so ein Quasi-Story am Pfad machen. Und dann mal andere Entscheidungen treffen, aber müssen wir halt mal sehen, ne? Ja, die hätten jetzt auch einfach einkaufen können, eigentlich, ne? Aber egal. Ja, mal Geld verdienen. Was soll's. Verdammt! Oh, hallo! Diesmal ist auf Auftrag was Klifflick. Sie müssen für mich ein Baby finden. Es ist eine komplizierte Geschichte. Gestern wurde ein Baby entführt. Als die Familie die Verhandlung im Rückkabinett hatte. Vielleicht mit keiner Panik oder so. Aber der verdammte Entführer hat das Baby irgendwo versteckt, denn das Geld verschwand. Wir wissen nicht, an wen wir sonst wenden sollen. Aber ich werde das Baby retten. Oh, danke! Wir werden jetzt jede Hilfe in Anspruch nehmen. Tut mir leid, was den Augen der Babys angeht. Denn für sagte noch den Satz, neben dem Wert des Standhaften. Er spielt mit uns. Er ist nicht, was ein Mensch das bedeutet. Finden Sie bitte das Baby. Wenn ich bald kann, kann sterben. Bitte. Was ist hier mit dem Lied, was kann ich gar nicht anfangen, nie zugeben. Neben dem Wert des Standhaften. Kano Show würde mir einfallen. Standhaft im Kampf oder so. Das heißt Dojo. Aber wo soll ich das wissen? Das sind nur geraten. Vielleicht der weiß bestimmt. Das war ein Kinderspiel. Jetzt beginnt das schöne Leben. Sag mir, das Baby ist. Hä? Was meinst du damit? Goro? Hey! Nur Idee. Was willst du, Mann? Ich hab keine Zeit für dich. Hey! Blöden Magistraten, ihr nervt mich in solchen Missionen. Hey, was ist das denn? Oh, am abgestochen? Das Baby! Es ist im Hauptquartier der Autogang. Aha. Warum sagt ihr das nicht gleich? Hättest du die ganzen Morden, den ganzen Tod sparen können. Sie hätte mir das gleich gesagt. Wenn sie ja hier irgendwo rumliegen, ha? Huh? Die mögen uns ja bestimmt. Nein? Aha! So. Okay. So, was ist jetzt der Wert des Standhaften? Ach, das bezieht auf die Vase! Die sind standhaft, die kriegen wir nicht kaputt und hat viel Wert. Aha. Das ist der Sinn hinter dieser Bezeichnung. Ja, gut, dass wir das auch mal erfahren, ne? Naja. Okay. Ja. Ja? So. Ja,
Ist das der Besagte? Gott sei Dank ist er in Sicherheit. Danke, wenn Sie nicht gewesen wären. Hier ist Ihre Bezahlung. Ramon. Na, immerhin. Besser als nix, ha? Ich meine, sind die nicht gleich feindlich gesinnt hier, nur weil wir einen Magistrat umgebracht haben? Weil der uns angegriffen hat. Gut, er ist ja bei untadelig. Gut, wir haben ja einen Zivilisten angegriffen, was wir sehen. Muss man auch sagen, aber. Ja, wenn die sich nicht da entfernen davon, wo der Schwertkampf ist, kann ich auch nichts dafür. Wenn ich hier Leute retten will, die Babys. Die sind ja so wichtiger für die Zukunft. Wenn ich nicht schnell zum Gemüsehändler komme, gibt's Ärger. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Apropos Satz, ich habe keine Zeit zum Gucken gehabt. Ja, ich wollte gucken, was wir brauchen. Ach, weil ich das vergessen. Ich muss mal das nachprüfen, sonst weiß ich das nicht. Die Brette, ich wollte kaufen. Zum einen, das fällt mir ein. Dann brauche ich noch eine Schriftrolle. Die kriegen wir wahrscheinlich nicht. Aber ich brauche noch magische Perlen. Und einen Teufelspilz. 3 Stück. Aber hart. Gut. Brette hier mal kaufen. Und zwar da. Hallo? Willkommen, wo wir Kate dienen. Was 500 kostet der? Wollen wir den hier nehmen? Jetzt sag mal, du willst, das nehme ich. Danke. Dann bekommen wir das Geld hier, bitteschön. Oh nein. So. Und den auch. Ich sag mal, du willst, das nehme ich. Danke. Dann bekommen wir das Geld hier, bitteschön. Oh nein. Ah. Dann kommt halt wieder. Nee, lass das mal bei denen. So. Ups. Mann, was ist denn hier los? Was ist denn hier? Ja, immerhin die Kamerapositionen sind besser als im ersten Teil, wo man ja mit dem Kampf teilweise da die Kameraperspektive geändert hat. Aber das Problem ist hier trotzdem noch in der Steuerung. Andere Kameraperspektive heißt, Steuerung dreht sich um sofort. Das ist ein bisschen problematisch. Ah, nur mal so sagen. Aber nun ja, wir haben hier ein paar Rettiche. Ja, 4 Stück sollten reichen, da kann in Inventar. Aber da zumindest 3. Wenn wir noch magische Perlen kaufen. Das wollen, glaube ich, kriegen wir nicht, aber egal. Magische Perlen kriegen wir, glaube ich, aber. Ich glaube, kriegen wir aber nur günstig, glaube ich, hier. Im Onkel Show sogar. Kann man also nach den Auftrag machen. So. Kriegen wir, glaube ich, hier, oder? Mal gucken. Ich kann ja sofort mal gucken. Meine Textilien. Was hier? Willkommen, wir können heute sehen. Oh, wie müde, tut mir leid. Magische Perlen kann man nur 2 nochmal kaufen, ne? Ich sag, was Sie wollen, das nehme ich. Danke, dann kommt das Geld hier, bitteschön. Oh nein. Ich sag, was Sie wollen, das nehme ich. Ja, ich will ein bisschen Geld ausgegeben, wieder 2 weitere. So. Was soll ich jetzt tun? Oh, sie kommt genau zur rechten Zeit. Sie sind wie Engel aus dem Himmel. Ich brauche ihre Hilfe. Wir müssen einen Gumbgana verschrecken. Die Stadt terrorisiert. Wenn das weitergeht, wird die Stadt auch zerstört. Das ist perfekt für mich. Wirklich? Danke. Sie müssen immer zügig dorthin. Kakinuma-Sturm wird zerstört. Wir werden nicht einfach unternehmen. Die Magistraten und die Autogen kämpfen gegeneinander. Ich bin der Einzige, der diese Wald beenden kann. Seid bitte vorsichtig. Na gut. So. Okay. So. Packe ihn mal so. Dann müssen wir mal wieder ein bisschen aufräumen da. Wie sich halt so gehört. Hallo. Oh, Verloppen. Hilfe! Hat er vielleicht gesagt, ich weiß nicht. Hey!
Ey, das war gut. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich weiß, okay, hab ich verstanden. Ja, was sind da hinten? Du gehst aber besser. Ja. Oh, ich bin gerade aus. Ich bin hier gerade ausgewichen. Ja. Was ist? Oh ja. Aua! Das gefällt mir nicht. Oh, was mach ich denn? Mit dem Mund? Das fällt mir auch immer nicht liegen. Das sollte man nicht liegen lassen. Das stört mich immer einmal. Oh, so viel Geld hier. Ich sehe, ich habe keine Ahnung. Oh, es fällt auch kaputt. Oh. Ja, Fujioka. Scheiße. Ja, er geht mal auf. Deswegen lass ich den auch laufen. Wieder kein Unmensch. Da war es immer noch nicht. Ja, da noch einer. Hey. Was machst du denn da hinten? Also. Ich hab dir mal eben auch geholfen, ne? Ja, was ist das? Boah. Wo war hier der. Oh, hier, da war der Reißball. Mal gucken, was für ein Reißball ist, ob wir den gebrauchen könnten. Reißball. Ja, das ist auch ein guter, den kann man auch benutzen. Die kann ich mal alle weggeben, diese Dinger.